Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zum nächsten Video von Guido Carvelin. Ich war beruflich die letzten Wochen ziemlich viel eingespannt und deswegen gab es kein weiteres Video. Ich freue mich aber jetzt wieder häufiger Videos zu machen für euch, vor allem weil es ja jetzt wirklich spannend geht und die Zuchtzeit langsam beginnt. Worum soll es heute gehen? Es soll darum gehen, welche Nester, welches Nistmaterial und wie bereiten wir das Ganze vor. Vom Zeitraum her, wie gesagt, ab dem 20. April, früher würde ich nicht anfangen, selbst wenn die Vögel auch schon was machen wollen, weil das Wichtigste ist, dass die Hähne eben bereit sind und dass es nicht nochmal kalt wird insgesamt. Dieses Jahr sind wir sogar eher einen Tick später dran, weil das Wetter in Deutschland wirklich nicht gut war. Wenn ihr euch erinnert, letztes Jahr im März hat es fast nie geregnet, wir hatten häufig über 20 Grad, das heißt, die Saison war sehr fortgeschritten. Für Leute, die eben außen ziehen, ist es immer ganz wichtig, wie ist denn das Wetter auch in der Natur gewesen, und da sind wir dieses Jahr einen Tick später dran als sonst. Von dem her, ab dem 20. April würde ich sagen, so circa, vielleicht auch noch ein bisschen später, kann man die Nester reinhängen. Aber lasst uns direkt anfangen und uns fragen, was für Nistmaterial wir brauchen. Es gibt unterschiedliche Arten von Nistmaterial. Man kann das kaufen, man kann das auch in der Natur sammeln. Ich bin mittlerweile auf so eine Mischung übergegangen. Insgesamt ist es für Stieglitze wichtig, dass sie möglichst helles Nistmaterial bekommen. Und das gilt eben auch für die Nester bzw. Nisteinlagen. Ich habe hier einmal beispielhaft eine Mischung. Hier steht Sisal gemischt mit Tierharn und Wolle. Das ist schon so vorbereitet und wird auch schon so verkauft. Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Nistmaterial. Dann habe ich Tierhaare von Hunden. In dem Fall von einem französischen Hirtenhund. Der hat sehr, sehr viele Haare. Und einfach nur Baumwolle, die man so kaufen kann. Das wird auch sehr, sehr gut gern genommen von meinen Vögeln. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen. Zum Schluss hier noch. Nochmal. Eine Art Wolle in anderer Form, ist auch wieder Baumwolle, Kottern steht hier drauf, es ist so ein bisschen dicker, es ist so ein bisschen watteartig. Vielleicht, was man noch zu der Wolle sagen kann hier, ich hatte auch mal einen künstlichen Garn gekauft, also keine Baumwolle, und das wurde von den Vögeln gar nicht angenommen, also das ist schon sehr wählerisch. Wichtig ist aber immer, dass alles insgesamt eher tendenziell hell ist. Es gibt noch das Sisal, das haben wir hier, das sind so kleine Fäden, das kann ich wirklich auch empfehlen. Insgesamt mögen das meine Vögel auch sehr gern. Und wenn er ein bisschen was von allem hat, die Vögel wissen am besten, was sie wollen, jedes Paar ist ein bisschen anders. Wichtig ist, dass ihr die Auswahl habt, dann fahrt ihr da insgesamt ganz gut. Dann Thema Nester. Ja. Ich habe hier mal zwei Typen als Beispiel genommen. Einmal diese Gitternester hier. Die sind ein bisschen größer, kann man theoretisch auch für Gimpel nehmen. Ich glaube, die haben eine 11er oder 12er Durchmesser. Insgesamt nutze ich eher die kleineren. Das sind so diese Drahtnester mit Kunststoffkugel unten. Und ihr seht auch schon, wie ich die präpariere. Ich habe hier so künstliche Tannenzweige. Man kann hier auch natürliche nehmen, die ich dann immer so durchflechte. Die gibt es relativ teuer im Tierhandel. Wenn man aber an Weihnachten oder so aufpasst, dann kann man hier wirklich, was war das, glaube ich, 3 Meter für 1 Euro oder so in irgendeinem asiatischen Laden als Dekomaterial. Hier ist einfach ein Draht dahinter und dann diese Kunststoff-Tanne, die hier das Ganze ausmacht. Und da kann man hier wirklich Geld sparen bei sowas. Man kann es auch Natur machen. Ich habe hier nochmal beispielhaft solche Themen. Das ist meistens, ich kaufe so Sachen meistens in so Dekoläden bzw. so Billigläden, muss man einfach sagen. Teilweise kann man nach Weihnachten auch so Kunststoff-Tannenbäume, die Leute wegschmeißen, finden. Bei uns auf dem Wertstoffhof, da habe ich auch einen im Keller. Da benutze ich dann auch immer einen. Und was mache ich denn mit dem hier? Ich flechte das eigentlich immer schön, einmal so im Kreuz zwischen die Nester, zwischen die Gitter, dass es so hält. Unsere Vögel mögen es gern ein bisschen getarnt,
Sie sind aber keine Höhlenbrüter. Das heißt, es darf, sollte nicht ganz zu sein. Es sollte trotzdem immer noch offen sein in die eine oder andere Richtung. Und damit sie alles unter Kontrolle haben, gleichzeitig müssen sie sich geschützt fühlen. Das ist das Ziel. Als Nisteinlagen habe ich ganz unterschiedliche Lösungen probiert. Insgesamt, was bei mir am besten funktioniert haben, sind diese Sisalnester, die auch eher hell sind. Ja? Und ich habe dann immer versucht, den Vögeln unterschiedliche Nistmöglichkeiten anzubieten. Einmal diese Sisalnester, man sieht das auch hier nochmal mit rein. Und einmal andere, und sie haben sich eigentlich immer für die Sisalnester entschieden. Das ist meine Erfahrung, aber viele Leute nehmen auch andere, das funktioniert auch. Wichtig ist, dass das Ganze hell ist. Ja? Was muss man noch beachten? Ich denke, ein weiteres zentrales Element zu beachten ist noch, dass man den Vögeln möglichst zwei Nestorte gibt. Das heißt, pro Box oder pro Voliere immer mindestens zwei Nester reinhängen, damit die Vögel die Möglichkeit haben, sich das Ganze auszusuchen. Ja? Das kann ich euch an der Stelle nur empfehlen. Wie gesagt, das Video ist jetzt ein bisschen früh, aber ihr müsst es ja im Zweifel auch bestellen, wenn ihr das haben wollt. Von dem her habt ihr jetzt noch gute 3-4 Wochen Zeit, um euch das ganze Zeug zu besorgen und müsst da keinen Stress haben. Ich hatte ja schon mehrere Anfragen eben auch über YouTube oder über den Facebook-Kanal. Von dem her passt es. Ich achte dann auch immer darauf, dass ich zwei Nistmöglichkeiten habe, dass ich ein Nest außen hinhänge und ein Nest innen hinhänge, so dass die Vögel, wenn ich das Gefühl habe, manche Paare präferieren eher außen, außerhalb der Box oder der Voliere, und andere, die wollen eher in ihrem Bereich die Kontrolle haben und nehmen dann eher das Nest. Von dem her, da unterscheide ich immer und versuche hier den Vögeln so viel Auswahl wie möglich zu geben. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch eine gute Zuchtvorbereitung. Meldet euch, wenn ihr Fragen habt, und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Wir sind mittlerweile über 500 Abonnenten. Vielen herzlichen Dank an alle, die meinen Kanal abonniert haben. Ciao, bis zum nächsten Mal.